Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz-Weiß. Ich bin euer Theodor Panda. In diesem Video geht es um die Neutralität Österreichs. Die Neutralität Österreichs ist für mich eines der höchsten Güter des Landes und nicht nur als außenpolitische Agenda zu sehen, sondern auch zum Schutz und Wohlergehen der österreichischen Gesellschaft. Am 26. Oktober 1955, einen Tag nach dem Abzug der Besatzungstruppen aus Österreich, wurde der Beschluss zur Neutralität Österreichs verabschiedet und als grundlegendes Element in die Außenpolitik aufgenommen. Mit der Formulierung immerwährende Neutralität wurde ein üblicher Begriff des Völkerrechts verwendet. Leider ist diese Neutralität immer wieder Kern heftiger Kritik, sei es bei Themen wie Wehrpflicht, Militärinvestitionen oder Außenpolitik. Doch warum ist das so? Weil auf der einen Seite das Wort neutral steht, mit allen subjektiven Interpretationen und auf der anderen Seite außenpolitisches Engagement, wie Mitgliedschaft der EU und den Verpflichtungen, welche diese mit sich bringt. Oft, fast immer, werden hier Vergleiche zwischen Österreich und der Schweiz gezogen, auch wenn diese Vergleiche teilweise nicht berechtigt sind. Neutral ist und bleibt nicht gleich neutral. Man kann sich in kriegerischen Auseinandersetzungen neutral verhalten, in diese nicht eingreifen, weder die eine Partei noch die andere Partei unterstützen. Doch gibt es genügend Themen, zu welchen es auch ein neutrales Land geziemt und fast schon ein Muss ist, einen Standpunkt zu haben und diesen auch zu vertreten. Wenn es zum Beispiel um das Thema Flüchtlinge geht, ich kann neutral zu Konfliktparteien stehen und gleichzeitig habe ich die humanitäre Verpflichtung, für die Flüchtlinge einen sicheren Hafen zur Verfügung zu stellen und bereitzustellen. Hier wäre der Standpunkt der Schweiz, keine Flüchtlinge aufzunehmen, da man neutral auftritt, eher das Abwälzen von Verantwortung. Hier beginnt schon der Unterschied. Hier muss ich menschlich sagen, bin ich neutral, indem ich die Flüchtlinge beider Parteien gleichmäßig eine Zuflucht biete und diese auch unterstütze. Ein weiterer Punkt, wo auch ein neutrales Land eine Stimme einen vorurteilsfreien Respekt zugesprochen bekommen muss, ist das Thema Menschenrechte und Völkerrechte. Wenn in einem Krieg von einer oder beider Parteien die über alles stehenden Menschenrechte und auch die Genfer Konventionen verletzt werden, soll und muss auch ein neutrales Land diese verachten. Neutralität soll und darf nicht vor der Verantwortung schützen, Humanität zu leisten. Ganz gleich, ob diese wegen Naturkatastrophen oder menschlichen Versagen notwendig wird. So hat Österreich zudem die militärische Bündnisfreiheit nach dem EU-Beitritt weitgehend aufrechterhalten und beteiligt sich an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Gemeinsame Werte, Strukturen und eine stabile Politik ist auch im Ausland notwendig. Fast schon verpflichtend für ein Land, im Kern einer großen Gemeinschaft wie der Europäischen Union. Neutralität muss man sich leisten können und auch diese hart erarbeiten. Schon im ersten Artikel des Bundestextes wird nicht von einem außerpolitischen Schweigen gesprochen, sondern davon, keinem militärischen Bündnis beizutreten oder anderwärtige Parteien zu erlauben, Stützpunkte in dem eigenen Land zu errichten. Dieses Verfassungsgesetz wurde am 26. Oktober 1955 im Nationalrat Österreichs ratifiziert. Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen, zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes, erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. So lautet der Gesetzestext. Ein weiterer Auszug, Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinem militärischen Bündnis beitreten
und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht zulassen. All das spricht für Neutralität und ist meines Erachtens sehr hoch anzusetzen. Im Artikel 23j steht, dass Österreich mitwirkt an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Dies aufgrund des Vertrages über die Europäische Union in der Verfassung des Vertrages von Lissabon. Insbesondere die Wahrung bzw. Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen ist ein hohes Gut. Dies schließt die Mitwirkung an Aufgaben mit ein, die gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen betreffen oder humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze. Aber auch Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, genauso wie Aufgaben der Konfliktverhütung und Erhaltung des Friedens. Aber auch Maßnahmen zu wirtschaftlichen Sanktionen, zu Sanktionen im Finanzsektor, wird in diesem Artikel der Neutralität Österreichs niedergeschrieben. Wie kam es dazu, dass sich Österreich für die militärische Neutralität entschied? Die Überlegungen, dass Österreich aufgrund seiner Lage im Zentrum Europas am besten neutral sei, wurde von dem letzten Ministerpräsidenten Heinrich Lamasch schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges formuliert. Nach 1945 begannen Verhandlungen zwischen der österreichischen Regierung und den Vertretern der vier alliierten Besatzungsmächte, was lange Zeit ohne Erfolg blieb, da die Sowjetunion den Abzug ihrer Truppen nicht zustimmt. Erst nach dem Tod Stalins 1953 trat ein gewisses Tauwetter ein und 1954 verlangte Moskau bei der Berliner Außenministerkonferenz dann schlussendlich Österreichs Neutralität, was von den restlichen Alliierten natürlich unterstützt wurde. Am 15. April 1955 wurde schließlich das Moskauer Memorandum unterzeichnet, worin sich Österreich verpflichtet, nach Abzug der Besatzungstruppen aus freien Stücken für militärisch neutral zu sein. Im Gegenzug versprach die Sowjetunion, den Staatsvertrag Österreichs zu unterzeichnen und anzuerkennen, was dann genau einen Monat später auch passiert ist. Österreichs Verhandler nutzen die Gespräche in Moskau, um die Erklärung Neutralität genauer zu definieren. Damit stellten sie klar, dass es sich nicht um ein gesinnungsneutrales Dokument oder einen dritten Weg zwischen Ost und West handeln würde. Würde man die Neutralität auch auf die außenpolitische Ebene anwenden wollen, so würde dies bedeuten, dass Österreich nicht einmal den Vereinten Nationen beitreten könnte, was aber schon im Dezember 1955 der Fall war. Österreich hat eine lange Tradition und Verbundenheit seinen Nachbarstaaten gegenüber. Trotz Neutralität. So nahm Österreich 1956 eine große Anzahl ungarischer Flüchtlinge auf, da in Ungarn ein großer Widerstand gegen die russische Besatzung aufkam und Russland dementsprechend militärisch intervenierte. Genauso 1968 bei der Niederschlagung des Prager Frühlings durch Truppen des Warschauer Paktes. Schon hier bezog Österreich mit der Aufnahme von Flüchtlingen und außenpolitischen Auftreten klar Stellung gegen die Sowjetunion. Obwohl feindliche Armeen direkt vor den Grenzen Österreichs standen, wurden die Grenzen zum neutralen Österreich von den feindlichen Armeen respektiert. Dies führte dazu, dass im Laufe der Jahrzehnte das Vertrauen internationaler Organisationen in die Neutralität Österreichs wuchs und sich diese mit Vertretungen oder Hauptsitzen in Wien niedergelassen haben. Die Regierung Kreisky vertrat die Auffassung, die Ansiedelung internationaler Organisationen in Wien sei für das Land ein besserer Schutz als ein erhöhtes Verteidigungsbudget. Zahlreiche Meinungsumfragen heutzutage belegen, dass die Neutralität im Laufe der Jahrzehnte von der Mehrheit der Bevölkerung voll akzeptiert wurde und als Teil der österreichischen Identität empfunden wird. Stimmen aktueller Politiker zur Neutralität Österreichs im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine-Krise. Ein kompliziertes, aber top aktuelles Thema. Am Montag reagierte Bundeskanzler Nehammer vor Journalisten in Doha: Die österreichische Neutralität hat gute Dienste geleistet.
und leistet gute Dienste. Europa befindet sich derzeit in einer der schwersten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. In einer solchen Krise sei es entbehrlich, darüber zu diskutieren, eine Frage in den Raum zu stellen, wessen Frage sich gar nicht stellt. Auch die SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat ihre Stellungnahme zur Neutralität geäußert und vom Bundeskanzler ein klares Bekenntnis zur österreichischen Neutralität verlangt. Unsere Neutralität ist mit der SPÖ nicht verhandelbar, so Rendi-Wagner. FPÖ-Bundesparteiobmann und Clubobmann Herbert Kickl sprach in einer Aussendung, dass ÖVP-Kanzler Nehammer in Sachen Neutralität absolut unglaubwürdig sei. Vor wenigen Tagen noch bezeichnete Nehammer die immerwährende Neutralität Österreichs als etwas, das in einer Drucksituation entstanden sei, uns also aufgezwungen wurde. Und heute singt er plötzlich ein Hohelied auf den neutralen Status unseres Landes. So Herbert Kickl. Am Dienstag bringe die FPÖ im Nationalrat gemeinsam mit der ÖVP und allen anderen Fraktionen einen Antrag ein, der zum einen das klare Bekenntnis zur immerwährenden Neutralität des Landes und zum anderen die unmissverständliche Absage an einen Beitritt Österreichs zu jedwedem Militärbündnis zum Inhalt habe. Und wie steht ihr zur Neutralität des Landes? Wo fängt für euch Neutralität an und wo hört sie auf? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr den Kanal und mich unterstützen wollt, bitte lasst ein Like für dieses Video und ein Abonnement für den Kanal da. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.